Ja, hallo. Ich möchte Ihnen heute unseren mobilen Luftreiniger Trotec TAC V Plus vorstellen. Die Luftreiniger sind im Moment ja sehr, sehr wichtig. Wir wollen uns um die Aerosolpartikel kümmern, die wir aus der Raumluft herausfiltern möchten, damit sie sich nicht mit der Raumluft im ganzen Raum verteilen und dort auch eben zu einer indirekten Infektion führen können. Wir machen das mit einer mechanischen Abscheidung dieser Partikel. Wir haben eine doppelte Filterwirkung, einen Vorfilter hier unten, wo die Luft eintritt ins Gerät. Dort werden gröbere Partikel, Stäube, Fasern, Haare festgehalten und im weiteren Verlauf durch das Gerät sitzt dann hier im oberen Teil ein großer HEPA H14 Schwebstofffilter, H14 geprüft nach DIN EN 1822. Also ein sehr wirksamer Filter, der 99,995% aller Partikel aus der Raumluft herausholt. Und die derart gefilterte, gereinigte Luft tritt dann hier oben 360 Grad rundherum ums Gerät in einem sehr steilen Winkel nach oben aus dem Gerät heraus. Was dann dafür sorgt, dass die Luft, die Reinluft, sich im ganzen Raum verteilt und dort die Aerosolkonzentration regelmäßig, dauerhaft und ununterbrochen verdünnt. Man muss das Gerät nicht unbedingt höher bauen, damit die Luft nach oben strömt, zur Decke hin und dann unter der Decke entlang sich im ganzen Raum verteilt, sondern das kann die Luft auch ganz alleine tun. Ja, wo setzen wir solche Luftreiniger ein? Schlicht und einfach gesagt, überall dort, wo mehrere bis viele Menschen in einem geschlossenen Raum über einen gewissen Zeitraum zusammenkommen. Das können beispielsweise sein Hotels, Gastronomie, Veranstaltungsräume, Tagungsräume, Besprechungsräume, Großraumbüros, aber natürlich auch Klassenräume in Schulen oder Gruppenräume in Kitas. Unser mobiles Konzept macht auch da die Nutzung sehr, sehr flexibel. So kann im Hotel zum Beispiel das Gerät oder mehrere Geräte morgens im Frühstücksraum benutzt werden und dann im Laufe des Tages in den Veranstaltungsraum umplatziert werden, um dann dort für eine Tagung zum Beispiel genutzt zu werden. Auch der Betrieb ist sehr, sehr simpel. Einstecken einfach den Stecker in die Steckdose und nach dem Einschalten braucht man nur noch die Leistungsstufe auswählen. Wir haben 7 Leistungsstufen zur Verfügung und die Leistungsstufe sollte sich orientieren am Raumvolumen des zu reinigenden Raumes. Zielwert sollte sein, 6-mal pro Stunde sollte die gesamte Raumluft durch den Filter geführt werden, also einfach Raumvolumen mal 6 und dann die passende Leistungsstufe dazu auswählen. Der Luftvolumenstrom wird am Display immer aktuell auch angezeigt und dieser Luftvolumenstrom wird in unserem Gerät auch über die gesamte Nutzungsdauer der Filter konstant gehalten. Ein solcher Filter, der mit jeder Stunde, Woche, Monat mehr und mehr an Partikeln festhält, der setzt sich zu, der lässt weniger oder schlechter die Luft durch. Und wir passen mit unserer Flomatik-Regelung immer aktuell die Motorleistung des Ventilators an die Filterbeladung an und sichern und gewährleisten so diesen 6-fachen Luftwechsel dauerhaft über die gesamte Nutzungsdauer. Die liegt bei solch einem H14-Filter, wie hier drin steckt, bei 2 bis 3 Jahren. Ja, diese lange Nutzungsdauer des H14-Hauptfilters, die erreichen wir unter anderem dadurch, dass wir in unserem TAC V Plus eine thermische Filterdekontamination und Filterregeneration verbaut haben. Was heißt das? Durch das Erhitzen auf 100 Grad Celsius färben nicht nur sämtliche Erreger im Filter auch ab, sondern wir verlängern auch die Nutzungsdauer, weil der Filter immer wieder freier und durchgängiger gemacht wird. Dieser Prozess dauert 30 Minuten insgesamt und verbraucht dabei nur 1 Kilowattstunde Strom. Und wenn man das einmal in der Woche macht, so wie wir das empfehlen, dann kommen da Stromkosten im Jahr von ungefähr 15 Euro zusammen. Da braucht man an diesem Kostenende also überhaupt keine Sorgen haben. Das Ganze kann man programmieren in unserer Touchscreen-Steuerung. Dort haben wir auch eine Wochenzeitschaltuhr. Dort kann man für jeden Wochentag individuell verschiedene Start- und Stopp- und Pausezeiten einprogrammieren, sodass einfach ein Dauerbetrieb im Automodus problemlos möglich ist und das Ganze eine sehr, sehr komfortable Nutzung ermöglicht.
Ja, sollten Sie noch Fragen zu diesem Gerät und zur Luftreinigung mit dem TAKKT V+ haben, rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns per E-Mail und wir werden Ihnen Ihre Fragen beantworten. So, und den hier, den packen wir jetzt ordentlich ein und dann schicken wir den auf die Reise, vielleicht sogar zu Ihnen.